Ja, hi, willkommen, mein Name ist DanieroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xillia. Wir sind immer noch in der Helioborg-Festung. Wir sollen Balin suchen, den, das war ja nochmal der Cousin von Elvin, ne, der Bruder, ne? Ja, den müssen wir suchen, der ist hier in diesem Forschungslabor, was angegriffen worden ist, oder im Forschungsbezirk, was auch immer. Ja, achso, ja, ich habe schon nachgeguckt. Ja, ich wollte es ja nicht andeuten, aber ja. Danke, Mila, dass du mir gesagt hast, ich habe mich schon wieder verirrt und ich weiß nicht, was hier los ist und so. Und hier ist ein Beutegegenstand. Und ja, ich habe ein, zwei Kämpfe offline gemacht. Offline, was heißt ja offline? Offscreen. Und habe ein paar Level-Ups dazu bekommen. Die geben wir direkt aus. Wiederauferstehung, ja. Warum nicht? Boah, Entschuldigung. So, und was noch? TP gewinnen, steigt mit deinen Kombo ein. Wohl vielleicht, weiß ich nicht. Überschreitungsverlängerung, Partnerwechsel und das wegen verbundene Art verlängern die Grenzüberschreitung um 2 Sekunden. Oh, cool. Dafür nehmen wir. Ja. Weiß nicht. Ja, das. Psyche. Deine Psyche ist nicht stabil, Jude. Boah, Entschuldigung, boah, jetzt habe ich es auch irgendwie, ne? Ich habe das hier gemacht. Beweglichkeit. Okay, ja, dann hätte ich so oder nehmen müssen, okay. Ja, schon gut. Dann nehmen wir lieber hier. Vitalität. Vitali. So, dann gucken wir uns hier noch ein bisschen um. Würde ich sagen, weil wir können ja nicht geradewegs zum Punkt gehen, wo wir hin müssen. Wir müssen natürlich erstmal alles erkunden. Warum denn noch nicht? Große Spinne. Warum mache ich das? Komm her, komm her, komm her. So. Silberbakura. Hast du was zum Klauen? Wundergummi. Dann klauen wir was, glaube ich. Oder? Also, hast du irgendwas geklaut, Lea? Ich habe es nicht aufgepasst. Aua, aua. Muss ja Lea wechseln, wenn die ihr Dingens voll haben. Ganz wichtig. So, Rowan, ich glaube, du bist nicht so nützlich in diesem Kampf. Nee, Leia bekommt nicht diesen Bonus, diesen Ausweichbonus, wo man einfach nur Viereck drücken kann und dann ausweicht. Aber, das ist gar keine Schwäche, stimmt. So, jetzt wechseln wir zu Leia. Aber ihr kenne ich die ganzen Dinger besser auswendig. Hab ich überhaupt getroffen? Jo. Da hab ich noch eins, verdammt. Und ich eine Mystikart einsetzen sollen, auch wenn er vielleicht viel abgezogen hätte. Und nochmal. Aua. Ah, Mann. Wieso muss ich immer von diesen Dingern angeturnt sein? Nur weil sie voll viel Erfahrungspunkte oder Geld geben oder was auch immer. Slash. Genau. Los, Stabverlängerung. Aua. Das war keine Stabverlängerung, das war böses Aua. Aber du bist gleich tot. Das ist auch was. Wieder, wir können doch bestimmt saugeile Kombos machen, ne? Komm her. Jo, was willst du dagegen machen, ne? Akanat! 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 Boah, 30 TP? So viele Erfahrungspunkte haben wir gar nicht bekommen. Haben wir Level ab. Das ist auch was, ne? Orangenschwarzbeer an, das ist auf jeden Fall was. Ja. So. Dann. Ja, genau. Was auch immer wir hier bekommen, ich habe es schon mal vorbereitet. Ich habe da mal was vorbereitet. Wiederauferstehung. Ha, ich habe bei jedem hier Wiederauferstehung.
Sollte ich vielleicht mal ausrüsten. Ja. Und warten. Und warten. Verdammt. Beweglichkeit, ja. Sollte vielleicht die Dinger ausrüsten, das wäre nicht so schlecht. Okay. Meine Backen jucken. Aber ich kann mich nicht kratzen, ich muss doch spielen. Ich muss doch das Spiel spielen. Habe ich schon gegen so ein Viech gekämpft? Ich weiß nicht. Deswegen komm mal her. Ich geh jetzt eins aufs Maul. Oh nein. Wow, was so? Wer hat die denn hier alle gefangen? Roan? Gut gemacht. Wow. Das war gut. Level up. Aber gut, ja. Würde ich auch sagen. Du bekommst deinen Schlüssel, Dingen. Jetzt kratze ich mich mal an der Backe. Schnell, oder? Ah ja, genau. Ladegeschwindigkeit erhöhen. Das heißt, ich brauche FP. 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 Perfekt. Alles wie geplant. So, da möchte ich aber sehen, wie schnell sich das... Nein. Schnell sich das dann auflädt. Hier, ja, das bekommt es auch noch. Ja, falscher Knopf. Wir sehen, wie schnell sich das auflädt, Kumpel. Ich meine, nein, wir sind keine Kumpelselben. Okay, hier haben wir alles, also weiter. Meow. Mogugen. Da hinten habe ich ein paar Gegner fertig gemacht, so zwei Kämpfe, da müssen keine mehr sein, ja. Da haben wir doch irgendwo den Typen gefunden, oder? Das heißt, wir können hier hingehen und geh weg. Nur erkunden. Und da haben wir wieder eine Sackgasse und da rechts geht schon wieder irgendwo rein. Guckt euch an, wie sie wegrennen und da haben wir eine Dingens. Eine Alfred Schatzkiste. Harold Maske, das Gesicht der verrückten Wissenschaftlerin aus der Superhit Die Befreier des Schicksals. Tales of Destiny? Ja, Destiny Schicksal, ja. Warte mal. Wer hatte nochmal ein Kostüm? Du? Farah Frisur und... Ach, Ponys, ja genau, habe ich glaube ich auch noch reingeballert. So als DLCs, als ich die Dinger installiert habe, ja, installiert mehr oder weniger. Wo ist denn? Komm her, wie heißt er nochmal? Pfarrer Harold Maske. Oh, also, boah. Ja, komm. Wieder zurück in die Schuluniform. Und Schulfrisur. Und ich bin gar nicht da reingegangen. Lass mich da reingehen, Mann. Ja, hab ich geguckt, was das ist. Aber du bist ein Ausrufezeichen-Gegner. Ich habe vergessen, Gerichte reinzuballern, Mann. Ich habe doch noch am Ende des Kampfes dran gedacht. Egal. Aua. So, Alvin, lad mal deine Angriffe schnell auf. 1, 2, wow. Okay, das bringt's. Jetzt kann ich euch das und das und das machen. Wir brauchen Roan mit seinem Zauberschutz. Wow. Au. Kann ich auch irgendwas verbinden mit dir, Roan? Sieht nicht so aus, ne? Doch, ich glaube den Angriff, ne? Aber ich glaube, das war's aber auch schon.
Au, au, was? Auf damit. Jo. Bringt nix, hallo. Und zack. Blaumond-Explosion. Und Zauber bringt nix. Wir haben einen Schutzmantel. Boah, was ist denn los heute? Entschuldigung. Die ganze Zeit am Aufstoßen. Und jetzt, zack. Zerstörerische Flamme. Ha. Und zack. Ich glaube, da war. Ja, okay. Wow, Ron. Oh, ich habe mich mit dem Kopf nur mehr hier bekommen. Ah. Die sind doch irgendwie zerbrechlich. Also Elise und Ron. Was soll das denn? Und Ron level up. Perfekt. Und wir haben schon wieder nichts erreicht in diesem Part. Ich habe so das Gefühl, ich weiß, wie ich diesen Part nenne. Mann. So viele Fillers. Es sind Fillers, ne? Was haben wir hier? Günstiger Moment. Ach so, ja, genau. Ne, warte mal. Ne, doch nicht. Stopp, Zeit für 3 Sekunden. Cool. Das würde ich doch gerne mal sehen, irgendwann. Was glaube ich noch? Oh, 16. Dann warten wir. Wir warten. Du, ach so, du bist, ich dachte erst, du bist so ein kleines Viech und dann, okay. Ich dachte erst, du wärst so ein kleines Viech und über dir fliegt so ein Platzviech, aber das ist ein Skorpion mit einem komischen Schwanz. War einfach knapp. Nein, das Bücherregal, ich kann nichts untersuchen. Ich geh noch mal, was da? Er ist abgehauen, der Feigling. Warte mal, jetzt sind noch, hier ist noch mal ein Raum irgendwo. Ja, ne? Ja. Sollte mal gucken, wo mich die ganzen Räume hinführen unten. Was mache ich hier? Klettern? Nein, das ist nicht sehr gut. Greifen, das hört sich doch schon mal besser an. Nein, nicht so. So. Dann. Nein, das bringt's nicht. So, da hinten, genau. So, Bams. Nein, nicht hier hoch. Verdammt. Jetzt kann ich nochmal hier runterspringen. Ey, da bringt's ja auch nicht. Hä? Wo denn dann? Wo muss ich den denn dann hinpacken? Hä? Ist ja noch einer, den ich verschieben kann irgendwo? Wohl, warte mal. Sieht so aus, als fehlt da einer. Das ist ja alles so symmetrisch, aber da in der Ecke fehlt einer. Vielleicht muss ich den da reintun. Nö. Mann, was soll das? Okay. Was muss ich ja machen? Die nicht hier hinspringen können. Ey, guckt euch mal Leia und Mila an. Die können Doppelsprünge machen. Ich werde nur in diesem Part schaffen, hallo? Ist doch nicht. Ah! Warte mal. Bin auch irgendwie bescheuert, kann das sein? Kann er einfach hier. Ah! Boah, mein Gott, ne. Bin ich behämmert. Na gut. Nach diesem äußerst kniffligen Rätsel. Oh Gott. Verabschiede ich mich und wir sehen uns im nächsten Part von Let's Play Tales of Xillia. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und sage Tschüss.